Zahlreiche Gäste erlebten den Jubiläumsauftritt des Spielmannszugs Bad Krozingenhausen in der neuen Möhlinhalle mit. Heraldische Marschmusik schmetterte von der Bühne in den Raum. Die ungebrochene Spielfreude der Musiker war deutlich zu spüren. Viele der Musiker sind schon seit Jahrzehnten Teil des Spielmannszugs. Schriftführerin Sabine Furtwängler ist bereits seit 38 Jahren aktive Spielerin. Sie erinnert sich noch gut an die frühen Auftritte. In der Gründungszeit vom Spielmannszug Bad Krozingenhausen hatten wir schwarze Hosen und weiße Blusen. Das hatte einfach jeder im Schrank. Später, als wir dann ein paar mehr Aktive waren, haben wir dann eine rote Uniform bekommen, rote Kutte und schwarze Hose, das ist geblieben. Und heute haben wir die aktuellen Uniformen seit auch über 10 Jahren. 1972 war die Geburtsstunde des Vereins, als Andrea, 13 Jahre, ihren Vater Hans Reimer im Wohnzimmer mit einer Marschtrommel vorfand. Und dann hat er sie sich mit dem Gurtzeug umgeschnallt und hatte mir etwas vorgetrommelt. Martina, völlig fasziniert, hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal gewusst, dass ihr Vater trommeln kann. Danach wollte ich auch unbedingt trommeln lernen. Ich habe zu dem Zeitpunkt im Musikverein hier in Bad Krozingenhausen Klarinette gespielt. Also Noten waren mir bekannt und wollte auch unbedingt dann die Trommel von meinem Vater lernen. Und er hatte dann die Idee, vielleicht, dass ich ein paar Freundinnen noch mitbringe, damit wir eine ganze Gruppe werden und das in einer Gruppe erlernen könnten. Der Spielmannszug Bad Krozingenhausen war geboren. Martina hielt es aber nicht in Hausen. Mit ihrem Mann zusammen wurde sie im fernen Nordfriesland sesshaft. Dort gründeten die beiden kurzerhand erneut einen Verein, den Fanfarenzug Kahade. Ein musikalischer Austausch entwickelte sich und daher war es selbstverständlich für den Partnerverein, zum Jubiläum anzureisen. Der Gastverein begeisterte in absoluter Dunkelheit durch sein souveränes Spiel bei Schwarzlicht. Und auch das gemeinsame Spiel mit den Freunden durfte nicht fehlen. Zum großen Vergnügen des Publikums und natürlich auch der Musiker.